Fahr mir nach. Okay. Das ist oben so schief geschnitten, das Shirt. Das gefällt mir. Hui. Hab ich so lange kein Skate mehr gespielt, ne? Oh. Jo, willst du mal was echt Cooles sehen? Steh auf. Das ist so schön. Oh. Es ist auch übrigens für die PlayStation 3, sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Habe ich nämlich bisher noch nicht erwähnt. Jetzt sind wir wieder ein bisschen näher dran an dem Typen. Ob ich Hunger habe? Nee, jetzt gerade im Moment nicht. Wow. Na los, ist gleich davor. Oh, der macht aber auch Kurven hier. Gerockt. Was habe ich dir gesagt? Das war doch eine coole Line. Ja. So, zeig ein paar Tricks. Es wird Zeit, ein Foto von dir und einem Trick zu schießen. Irgendeinem Trick. Verwende die Banked Ledge. Trick auf der Banked Ledge, ja. Gut. Kriegen wir, denke ich mal, hin. Okay, da wären wir. Dann lass mal auf dieser Banked Ledge einen netten Trick sehen. Ob drauf, außen rum, oben drüber, grinden, ganz egal. Hauptsache ein Trick. Gut. Und los geht's. Naja. Das war grandios. Dankeschön. Dürfen wir uns jetzt wieder ein Bild aussuchen? Oder ist das egal? Such dir dein Doch. Lieblingsbild aus. Okay. Das sieht eigentlich ganz cool aus, so mit den Bäumen da im Hintergrund. Das macht eh keinen Unterschied, welches wir jetzt nehmen. Wir können auch irgendeins nehmen. Aber gut. Achso, ich wollte ja auch noch die Helligkeit ein bisschen runterdrehen. Okay, dann filmen wir mal eine Line mit ein paar Hindernissen. Wie wär's mit einem beliebigen Trick und einem Grind? Trick von der ersten Ledge, Grind auf der zweiten Ledge. Okay. Mann, Ledgeland! Okay, mach mal eine Line mit den beiden Ledges da, los! So, Moment. Kann man hier noch Videoeinstellungen? Untertitel sind ja eigentlich immer da, ne? Ist das? Kann man das? Ah, stelle den Kontrast ins Fernseher, das ist nach Wünschen ein, du musst folgen. Vom Fernseher! Nee, bin ich nicht, aber ich kann es ja nicht anders machen. Na gut. Dass man das nicht hier direkt im Spiel machen kann, ist ja lustig. Muss man am Fernseher rumfummeln. Okay, Trick von der ersten Ledge, Grind auf der zweiten Ledge. Mal Kickflip oder was das hier ist und... Huch. Das war gar nicht mal so unschön, der letzte. Check das mal. Schön. Yo, Shingo, was geht ab, du Ratte? Was machst du denn hier draußen? Oh, Redder. Ich skate hier nur und gehe auf die Filmschule. Und du? Filmschule, hm? Gibt's denn sowas? Wir beide hier gründen bald eine Marke und da werde ich jemanden brauchen, der filmen kann. Warum stellst du nicht mal ein paar Clips für mich zusammen? Echt? Ja, in Ordnung. Das Amt wurde weitergegeben. Du hast einen neuen Kameramann. Shingo filmt dich dabei, wie du Redder zum Chance Center folgst, okay? Innerhalb von 50 Metern bleiben. Das werden wir auch hinkriegen.
Okay, ich will dir noch was anderes zeigen. Und Shingo, sieh zu, dass du alles drauf hast. Okay, pass auf, wir sind gleich da. Oh, scheiße. Ja, ich komm doch. Ich wollte nur mal ein bisschen rumdödeln und dann wird man hier direkt bestraft. Hey, hinter mich. Du musst hinter mich. Ja, ich bin doch hinter dir, du Horst. Was ist denn hier für Musik? Bam, Double Heel Flip. In dein Face, Biatch. Geh weg, du Horst. Okay. Haben wir dann doch noch gerade so geschafft? Alles klar, da wären wir. Okay, Belohnung, Charakter, Redder. Shingo, das ist gut. Ey, jo, das wär's doch. Du machst für uns die Filmerei und ich führe die Marke. Ich gebe dir diese Kamera, aber erst gibt's noch ein paar Anweisungen. Nummer 1, nicht so viel quatschen, das mögen die Leute nicht. Okay. Nummer 2, sei vorsichtig mit dieser Kamera. Damit haben die das Lakai-Video gefilmt. Aha. Nummer 3, die Kamera nicht mit fettigen Fingern anfassen. Okay. Aber das Wichtigste ist, nicht so viel quatschen. Kapiert? Ja. Ich sagte doch nicht quatschen und du quatschst trotzdem. Ihr werdet wieder von mir hören. Ich werde ein Auge auf euch haben. Ich weiß, Redder hat gesagt, wir müssen uns an die Arbeit machen. Aber ich habe die Schlüssel zu dem echt geilen Skatepark. Den müssen wir einfach auschecken. Ja, dann. Los, ne? Hey, zieh dir das rein. Wie geil. Coach Frank hat gesagt, wir können hier bauen, was wir wollen. Hey, wir können den ganzen Park neu bauen, wenn wir wollen. Ich zeig dir, wie die Sache funktioniert. Ah, da kriegen wir jetzt gezeigt, wir können nämlich einfach du überall... Weißt, wie du Sachen verschieben kannst, oder? Falls nicht, keine Angst. Ist ganz einfach. Wir können einfach Sachen in die Gegend stellen, wo wir hinwollen. Das ist ganz cool. Wir sind soweit. Okay, Session Marker, ganz wichtig. L1 nach unten. Okay, schnapp dir die Mülltonne. Und keine Angst, sie ist leichter als sie aussieht. Was mit R1? Ja, R1 Mülltonne nehmen. Muss man wieder rein. Okay, so ist gut, denke ich. Jetzt fahr drauf zu und spring drüber. Okay, über die Mülltonne. Kriegen wir hin. Nice. Okay, das war gut. Wir können noch mehr machen. Viel mehr. Dinge per Hand zu verschieben, ist sowas von San Vanelona-Style. Hier in Port Carverton machen wir das auf die richtige Art. Okay. Ich lese das jetzt nicht mehr vor. Es ist immer am besten, mit den Basics anzufangen. Bauen wir eine Funbox. Okay. Öffne den Park-Editor. Okay, spielen wir ein wenig mit dem Park-Editor. Bauen wir die Funbox fertig und skaten wir sie. Ich stelle eine neue Rampe. Achso, Quadrat. Yep, genau die. Jetzt bring die Rampe in Position. So. Jetzt steht das Ding da und jetzt können wir das Rail da oben grinden. Ja, das war echt fett.
Aber mit dem Park-Editor kannst du noch viel mehr anstellen. Ich meine, das war echt erst der Anfang. Guck dir das mal in Ruhe an. Will ich gar nicht. Ich habe damit sehr ungern rumgespielt. Okay, eine neue Challenge, Thresher-Foto und Tutorial. Okay. Oder weil wir das gemacht haben. Ach, keine Ahnung. Siehst du, was ich meine? Den ganzen Kram hier, das kannst du alles mit dem Park-Editor basteln. Du kannst deine Parks hochladen oder die von deinen Freunden runterladen. Und wenn jemand deinen Park runterlädt, dann steigen deine Board-Sales. Das Ding sah heftig aus. Mir gefiel das in Schwarz-Weiß, aber die wollten das in Farbe. Oh, zieh dir das rein. Oh, redet der schweigsame Attentäter immer noch? Ach, das war ziemlich cool. Yeah, Zeug fällt vom Himmel, endlos viel zum Skaten. Das hier ist echt der Hammer. Wow, zieh dir das rein. Sogar die Security skaten. Das war fett. Ich muss auch los, hab noch was zu erledigen. Also dann, bis später. Bis später, Atiba. Und sag Bescheid, wenn du mal irgendwas schießen willst. Ich glaube, Security-Leute gibt's hier gar nicht mehr in dem Spiel. Die waren ja im zweiten Teil sehr nervig. Oh, bei dem Spot hier haben schon echte Legendentricks gemacht. Mal sehen, was du drauf hast. Okay, da sieht man jetzt, für Rocken muss man einfach nur einen Trick machen. Ein Trick. Trick dich in die Bank. Und für Killen macht einen Nolly Trick in die Bank. Okay. Dann, wir wollen natürlich killen. Auf geht's. Mal sehen, was du kannst. So, und schon haben wir gekillt. Das ist aber nicht immer so einfach. Ich finde sie alle richtig gut. Such dir eins aus. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ist zwar mega pixelig, aber passt schon. Ja, weiter. Ja, du hast ihn gekillt. Denk mal, du kannst alle Challenges rocken und killen. Ja. Hey, was geht? Redder ist am Apparat. Ich habe das Foto gesehen, das du mit Burnett geschossen hast. Hammer! Mit solchen Dingern verkaufen wir Bretter. Du kriegst Coverage, wir verkaufen Bretter. Und weißt du was? So läuft das Spiel. Mit allem, was du machst, verkaufst du Bretter. Fotos schießen, Videos drehen, Rennen fahren, Hall of Meat Crashs, Online-Zeug, alles. Alles! Okay. Wir können uns natürlich auch, ich wollte gerade sagen, katapultieren lassen. Teleportieren lassen. Aber das machen wir, denke ich mal, erst wenn es zum Ende hinzugeht. Hey, wie läuft's so bei dir? Ja. Weil ich habe vor, alle Spots auf jeden Fall zu killen, falls es das gibt. Ich denke mal, dass es hier Spots gibt. Und so weiter und so fort. Grind oder Slide, mach einen Trick auf dem Schild. Okay, Manual über das PCU-Schild. Kriegen wir hin. Schön Nose-Nolly. Nose-Nolly. Nose-Manual. Nein, halt. Aufs Maul. Nein! Ich wollte das doch gar nicht. Nee. Ich möchte das gerne nochmal machen. Ja. Hey, fangen wir an, ja? So. So ist doch besser. Abgefahren. Alles klar, Mann, deine Entscheidung. Such eins aus. Kann er noch? Sättigung. Ich brauche mehr Sättigung. Okay. So.
So machen wir das. Da. Da haben wir doch schon mal ein paar Sachen erledigt hier. Und mein Getränk ist auch leer. Was geht, hier ist Redder. Zieh dir das rein. Die Coverage ist raus und ich werde mit Sponsor-Me-Tapes zugebombt. Also, es ist Zeit, dass wir jemanden für unser Team suchen. Okay.